Die Schweiz ist weltweit anwesend. In mehr als 100 Ländern gibt es eine Schweizer Nachricht. In anderen Ländern gibt es Konsulate oder Entwicklungskooperationsbüros. Das jüngste Büro von Swiss wird am 1. August in der Republik Zentralafrika eingeweiht. Die Schweizer Flagge bläst jetzt ein kleines Eigentum. Der Aufbau eines humanitären Büros ist jedoch eine Herausforderung in einem der ärmsten Länder der Welt. Das Eisentor an den Wänden der Meter ist geöffnet. Eric Markley führt uns in Zukunft in das Eigentum an der Schweizer Domizile. Ein Haus mit einer Veranda, die unter der tropischen Sonne grün glänzt. Daneben befindet sich ein kleines Bürogebäude, eine Garage und, sehr wichtig, Generator. Legende: Eric Markley leitet das Schweizer Büro in Bangui. SRF, Samuel Burri. Die Stromversorgung in Bangui dreht sich nicht um die Gewehr. Deshalb benötigen wir Kraftstoffreserven für Stromerzeuger, aber auch für unsere Fahrzeuge, Markley. Ohne Backup war es nicht erfolgreich. Benzin tritt durch den Ubangi-Denfluss in die Zentralafrikanische Republik ein, nicht mit einer niedrigen Wasseroberfläche. Inlandländer im Herzen Afrikas sind weniger entwickelt und nur bewohnt. Der größte Teil der 5,5 Millionen Bevölkerung lebte in Armut. Das Land befindet sich auf dem 2. Platz der Welt im UN-Entwicklungsindex. Wieder hat der Konflikt in den letzten Jahren Zentralafrika erschüttert. Langes Engagement in der Region. Schwierige Umgebung, auch für West-Swiss-Diplomat Markley. Mag er das? Ich werde ja sagen, und das sollte nicht zynisch klingen. Er hat lange Zeit in einem humanitären Bereich gearbeitet und diese Situation wird interessiert sein und ihn motivieren. Markley wird ein neues humanitäres Büro in der Schweiz leiten. Lebe und arbeiten in grünen, weißen Gebäuden. Noch immer wieder gebohrt und im Grundstück in Capital Bangui gefastet. Die Schweiz ist seit langem in der Zentralafrikanischen Republik beteiligt. Es unterstützt internationale Organisationen wie ICAC, World Nutritional Programs oder UN, Flüchtlinge. Bisher ist die Koordination aus dem benachbarten Kamerun aufgetreten, wo die Schweiz Nachrichten unterhält. Wir wollen unseren internationalen Partnern näher sein. Wir sehen und verstehen besser, was sie auf der Website tun. Zu Beginn des Jahres genehmigte der Bundesrat das Zentralafrikanische Amt mit 2 Schweiz und mehreren örtlichen Mitarbeitern. Dies ist keine Nachricht oder ein Konsulat und